Hallo, ich bin Miriam Dornemann. Ich bin Autorin des Punchneedle-Buchs. Und wir sind heute hier im Fotostudio und machen die Fotos für das Buch. Und wir dachten, wir nutzen einfach mal eine kleine Pause und zeigen so ein bisschen was, wie das geht mit der Punchneedle. Diese Punchneedle aus Holz wird ganz einfach reingefädelt. Die hat nämlich hinten so eine offene Schiene. Das heißt, wir müssen nur das Garn durch die Öse ziehen. Und können es dann einfach hinten in die Schiene reinziehen. Und dann kann man im Grunde genommen auch schon starten mit dem Lospunchen. Wenn du schon einen Blick auf das Buch geworfen hast oder auf den Titel, dann wird dir das Bild hier bekannt vorkommen. Das ist nämlich das tatsächliche Motiv vom Titel. Gepuncht wird ganz einfach. Man nimmt die Nadel und sticht sie bis zum Holzansatz in den Stoff und zieht das Garnende auf die Rückseite. Und dann kann man einfach lospunchen. Alle Anleitung und weitere Tipps und Tricks findest du im Buch, was im August erscheint. Und wir lesen uns. Ich freue mich drauf.